Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir machen heute weiter. Und zwar werden wir jetzt erstmal ein bisschen was an der Optik machen von unserem Auto. Sprich, wir könnten jetzt eigentlich mal so ein Karosseriekit da reinhauen. Präsentation. Von hinten kann man das schon mal machen und von vorne. Ja, ich glaube, den kann man sogar nehmen hier. Ja, doch. Finde ich, kann man machen. Ja, werden wir auch machen. Dann einmal bitte den hier. Dazu vielleicht noch ein schöner Spoiler. Ja, da mag ein. Und haben auch nicht viel freigeschaltet. Bei der Serien sah der schon ganz geil aus, muss ich sagen. Beziehungsweise, was heißt ganz geil aussieht, da sehe ich im Moment noch nicht so den Sinn darin, den zu ändern. Habe ich gerade einen kleinen Spoiler gesehen. Ich glaube, den hier werden wir dann, die Viper werden wir dann noch nehmen. Müssen wir aber erst Vic dafür freischalten. Vic besiegen. Ja, was für Felgen nehmen wir für das Ding? Also das ist auch so eine Frage. Die nehmen. Die nicht, also die gefallen mir nicht, aber die schon eher. So. Haben wir unser Auto auf jeden Fall. Ein bisschen verbastelt. So, bin eher so der Flammenfreak, aber das ist müssen wir mal sehen. So, wir lassen das Auto auf jeden Fall jetzt erstmal so. Und werden jetzt in den nächsten Rennen gehen. Sprich, wir haben jetzt noch ein Rundkursrennen und jeweils ein K.O.-Rennen. Und mit dem ersten Rundkursrennen beginnen wir in dieser Folge. Zwei Runden. Ein bisschen Highway fetzen. Aber mal gucken. Ich gerade so ein bisschen schädlich, dass der Lowball meint, hier wieder wegziehen zu müssen. Ja. Ich glaube, den kleinen Spoiler, den wir da gerade gesehen haben, das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Vielleicht komme ich dazu, in dieser Folge auch noch, ja, dann Tess herauszufordern, sprich die Sprintrennen zu fahren, weil wir haben ja in der letzten Folge gelesen, dass eine Stärke die Sprintrennen sind. Aber ja, wir haben halt noch keine Meilensteine gemacht, wir haben noch kein Kopfgeld erreicht, nichts. Also müssen wir mal sehen, wie wir jetzt hier durchkommen. Jetzt läuft das doch ganz gut eigentlich. Wie gesagt, für die FPS-Einbrüche, die da vielleicht sind, kann ich nichts machen. Also so leicht niemals tut. Da ist ich glaube, dafür ist das Spiel halt einfach auch schon zu alt. Ja, du bist ein ganz toller.
Das ist, du bist ja echt nur ein kleiner Spezialist hier. So, jetzt weg. So, ich glaube, das haben wir eigentlich gewonnen, aber so wirklich sicher bin ich mir erst. Ja, doch. Ja, doch, das haben wir gewonnen. Das erste Rennen, direkt der erste Sieg. So muss das. So. Direkt ins nächste Rennen. Gar keine Zeit verlieren, sondern einfach direkt Schlag auf Schlag hier. Auch noch so ein Kobalt. Ich glaube, so der Breitbau finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Ja, meine Passage kommt ja erst noch. Also ich denke, die werden sich da gegenseitig auch noch mal so ein bisschen aufhalten. Aber hier als letzter rumzugucken, hatte ich jetzt eigentlich nicht so vor. Also vor allen Dingen sollte ich jetzt mal meinen fahrerischen Skill steigern. Und jetzt hier, weg jetzt hier. Ob ich mich jetzt hier rausschmeißen lasse von euch? Mr. TT, auf Wiedersehen. Drei Runden, hier ist ein bisschen rumgurken. Sollte man ihn bekommen. An den Kurven, hier verliere ich halt einen Haufen Zeit. Habe ich gerade die falsche Taste gedrückt zum nach hinten gucken. Der Windschatten kannst du hier glaube ich knicken, also. Ja, die hängen mir ziemlich hinten dran, muss ich sagen. Finde ich ja mal gar nicht so geil. Ich glaube, die Folge könnte heute auch ein bisschen länger werden. Was ja so im Großen und Ganzen so gar kein Problem ist, weil die letzten Folgen waren immer so, ja, um die 20 Minuten so rum. Gut, ich will die Folge auch nicht so lange werden lassen, weil ich weiß ja, dass man nicht immer so die Lust hat, sich dann eine Stunde vor so ein YouTube-Video zu setzen.
und dann eine Stunde so ein Video zu gucken. Also da versetze ich mich manchmal in die Rolle von mir selbst und denke mir, will ich mich wirklich da hinsetzen? Und ja, jetzt ein 1-Stunden-Video gucken. Gut, ich sag mal so, bis zu einer halben Stunde ist eigentlich noch alles so im Rahmen, sage ich mal, wo man sagen kann, okay, eine halbe Stunde, okay, aber ich glaube, länger wird dann schon schwer. Also das ist, so denke ich jetzt. Also wenn ihr anders seid, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, das ist ein letzter Rennen. Wir haben zwar wahrscheinlich schon alles freigeschaltet, weil wir müssen ja glaube ich nur 4 Rennen gewinnen. Aber wir brauchen das Geld. Zum Tune. Jetzt hier auch nochmal 2 Runden. Das ist ein ganz normales Rundkurzrennen jetzt. Ja, da waren gerade. Ich verstehe nicht, was das Problem ist, wirklich. Also. Ah, scheiße. Das hat mir nicht groß den Vorteil gebracht, den ich wollte. Ja, das läuft auch hier ganz gut. Ja, gut, ein bisschen Wand mitnehmen. Gut, ins Auto nicht ganz so gut, aber das macht ja nichts. Denk mir der Golf. Nee, der Audi. Audi? Geht doch jetzt mal weg. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt mit den FPS-Anbrüchen. Wirklich, also. Sorry. Ehrlich gesagt, macht das. Ich will nicht sagen, macht das so keinen Spaß, aber das ist halt schon so ein Faktor, wo ich mir denke, warum? Ja. Meine PC-Daten, die sind eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Also das ist, ich habe eine GTX 1080 drin, ein i7-Prozessor und 32 GB RAM, also sollte reichen, also. Soviel zu meinen PC-Daten. Habe ich gar keine Zeit für dich gerade. Also da muss ich mich jetzt schon ein bisschen mehr wehren hier. Ist ja nicht so wie bei der Formel 1, wo du nur einmal die Linie wechseln darfst, sondern hier wechsle ich die Linie so, wie ich lustig bin. Ich meine, ihr seht das ja auch, ne? Also die FPS-Einbrüche, die ich habe. Also das ist ja. Das ist ja für euch jetzt nichts Neues. Ja, wahrscheinlich, ich kann, entweder liegt es daran, weil das Spiel halt einfach auch schon zu alt ist, als dass es, ja, oder ich weiß nicht, also das ist, ich habe mir das Spiel auf DVD gekauft und in meinem Rechner ist die DVD halt auch drin. Kann ich natürlich sagen, okay, guck halt mal auf die CD, ob das daran liegt, aber weiß nicht, ob ich das, jetzt einfach so, ja, weiß nicht, ob das daran liegt, sage ich mal, ja, also keine Ahnung. Aha. So. Ja, Rennen haben wir alle durch. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal zu den Meilensteinen. So, was haben wir denn da?
Lassen wir uns erst zweimal pilzen, würde ich sagen. Und danach, ja. Spielen wir den Betreuer für die Polizisten. ...150 müssen wir drauf kriegen. Komm, 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 komm. Jawohl. Na, wunderbar. Die Cops haben sich noch gar nicht für mich so wirklich interessiert, aber ist ja gar kein Problem, weil... Ne, wenn ich jetzt da durchschubs, verliere ich nur Speed. Wir fahren schön außen rum. Jetzt wird mal ein bisschen Nitro durch. Da ist so ein Stück Taxi mit bei, aber gar kein Problem. Hey, was geht? Ich bin's, Mia. Razor hat dich im Auge. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Gefällt mir, dass er sich jetzt unsicher fühlt. Hau rein, ich melde mich später. Jo, mach das. Aber wie gesagt, das ist ja... Wenn Mr. Racer sich jetzt schon wieder nach uns umguckt, ist das doch gar nicht mal so verkehrt. So, also, Kopfgeld 1000, Sachschaden 15.000 und 3 Verstöße. 3 Verstöße. Okay. Nee, ich versuche nicht zu fliehen. Ich versuche nur... Okay, verstanden, Bravo 3-5. Na komm. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. So, machen wir mal eine Runde Fahrerflucht. So. 2 Verstöße schon? Mit. Wir fahren abseits der Straße. So, wo fahren wir lang? Wo fahren wir lang? Wir fahren da rum. Komm. Und das ein paar Sachen kaputt machen. Nee. Ich warte einfach nur auf dich. Ich bin so kollegial, dass ich auf die Cops warte, die mich verfolgen. Echt? Nö. So, Kopfgeld haben wir erreicht. Jetzt müssen wir nur noch den Sachschaden erreichen. Wir müssen ein paar Bäume mitnehmen. Ist der nächste auf jetzt. Junge, ich mache extra langsam, damit ich überhaupt erstmal dran bleibt. Wäre ich jetzt. Ja. Oh.
So. Echt mal ein bisschen langsamer machen, damit auch. Der Polizist zeigt genug Zeit, um das Gaspedal zu finden. Sascha? Ja, perfekt. Ja, und jetzt. Ja, jetzt noch den Polizist ran, beziehungsweise den nächsten. Dingsenbumsen mitnehmen. Verfolgungsstopper, komm mit. Das Sascha erreicht. Auf Wiedersehen. Ja. Es ging jetzt dann doch schneller, als ich dachte. So. Gucken wir mal. Weinsteine haben wir alle. Kopfgeld haben wir sowieso. Sonst können wir den gar nicht herausfordern. Und die Rennen, ja, die haben wir auch. Da würde ich sagen, Test. Ich würde sagen, gib mir dein Auto. So. Dann haben wir auch, glaube ich, auch wieder so viel Geld gesammelt, dass wir, ich denke, nach den Rennen oder wenn wir ihn fertig haben, unser Auto noch mal ein bisschen weiter tunen können. Geh weg. Muss mich da ganz schön strecken gegen den. Also, aber auch nur, weil ich wahrscheinlich nicht den vollen Speed von unserem Auto gehen kann. Also, rauslassen kann, weil. Weiß nicht, ich nehme aktuell gerade jede Mauer mit, die ich finde. Keine Slow-Mo? Okay. Und jetzt halbe und jetzt lass fliegen. Zeigen, dass unser Auto stärker ist mit dem sein, was weiß ich, was ist das? Lexus oder keine Ahnung. Lexus war das, glaube ich, ne? So. Ja, das erste Rennen haben wir auf jeden Fall mal gewonnen. Halleluja. Das sage ich auch. Einmal Highway und 280 Sachen und gib ihm. So, nächstes Rennen. Wahrscheinlich den ganzen Kram jetzt nochmal zurück, ne? Oder? Ne. Carbon wird lustig rollen. Also das ist... Carbon ist so ein Spiel, auf das ich mich schon freue, das zu Let's Playen. Also ich habe schon überlegt, ob ich das nicht parallel mache. Aber nein. Ich will das erst dann machen, wenn ich Most Wanted durch habe, in Anführungsstrichen. Ich habe da schon so meinen eigenen Plan geschmiedet. Ja, wir fahren hier rum. Na komm. Ich verstehe nicht, warum
Ja, also ich weiß, ich erwähne das so oft in dem Video. Aber ich verstehe nicht, warum ich in dem Video, in dem Spiel, was von 2005 ist, keine 60 FPS habe. Waren die FPS-Limits damals noch irgendwie limitiert oder so? Keine Ahnung. Hab schon geguckt, ob ich irgendwo in der Spieldatei was ändern kann, also in dem Ordner, wo das Spiel installiert ist. Ja, weg jetzt. So, die Hälfte haben wir schon durch. 25 Minuten geht die Aufnahme. Besser geht das gar nicht hier. Nächstes Mal sparen wir uns mal noch. Wir fahren die Abkürzung. Danke. Ah, okay. Ach so, hier rechts sind sie. Ich dachte schon, ich klopfe jetzt mal an der Hausmauer von der Polizei ein bisschen an. Und ja, ich würde sagen, Tess. Vielen Dank fürs Rennen, vielen Dank für die 6000. Aber ja, das ist ging dann doch relativ schnell. Tess ist auf jeden Fall mal abserviert. Glückwunsch, du kannst jetzt auch zwei Symbole von Tess wählen. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen mal das da. Nächster Gelb. Oh, Gelbprämie ist schon mal sehr gut. Und ein Gegnerfahrzeugschein. Ja, wunderbar ist doch das hier. Nächster Gegner, Blacklist 13. Victor Vasquez. Vic. Toyota Supra, Verfolgungsdauer. Dieser Typ sitzt schon seit einer ganzen Weile auf Platz 13 fest. Er kommt irgendwie nicht weiter. Aber es schafft doch keiner, ihn zu verdrängen. Der Kerl ist faul, aber gefährlich. Kenn ich irgendwo her. Jedenfalls kann er mit seiner Karre umgehen. Mach dich fertig, wenn er die Chance dazu hat. Ja, mach mal. Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Hm? Auf jeden Fall nichts für dich. Ach, guck mal an. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst, aber ich werde es rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich. Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Nettes Rennen. Pass auf, Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt drei Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüll deine Aufgaben, bis du einen Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lasse ich es dich wissen. Bis dann. Ja, ziemlich nette Nachricht. Razor ist, glaube ich, eher so, so der Typ, der so langsam ein bisschen Muffensausen bekommt, habe ich das dumme Gefühl. So Ruhm ernten.
hast mit deinen Erfolgen für Aufmerksamkeit gesorgt, auch bei Taz. Er ist der nächste Blacklist-Fahrer. Der Typ ist durchgeknallt und ein echter Bullenmagnet, also pass auf. Er wartet auf deinen Anruf. Bis später. Ja, den habe ich ja schon. Das ist, Ich bin beeindruckt. Taz hat dich unterschätzt und den Preis dafür bezahlt. Mach nie denselben Fehler. Wir sprechen uns später. Ja, so, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles. So, wir haben seinen Fahrzeugschein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zur Tuning-Garage. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen was machen an der Leistung. Mehr Leistung ist ja nie verkehrt, so wirklich. So. Wir haben jetzt eigentlich, ja, ein bisschen was. Hier ist mal gar nichts. Nee, Fahrwerk nix. Oh doch, einen Kompressor können wir reinbauen. So, gucken wir mal bei den Teilen, ob wir da irgendwas machen können. Da schon mal nicht, aber da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ground mal. Naja, nee, gefällt mir gar nicht das Ding, also. Reaper vielleicht. Aber wir machen den Reaper mal drauf und gucken mal. Felgen haben wir schon, Dachspoiler, Motorhaube. Naja. So. Gut. Dann haben wir das auch. Ja, doch, der Spoiler geht. Kann man schon machen. Kann man schon mal machen. Ja, mal gucken, wie viele Rennen haben wir denn bei denen? Das sind 3, 6, 7 Rennen. Ein Radarfallenrennen, okay. Dann haben wir hier noch ein paar Aufgaben. Sprich, wir müssen 4 Polizeiwagen rammen. Er kommt in eine Verfolgung in weniger als 4 Minuten und 5000 Kopfgeld. Klingt machbar eigentlich. Und das ist die Aufgabe für die nächsten kommenden Folgen. Damit würde ich sagen, bin ich raus für die heutige Folge von Need for Speed Most Wanted. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt auch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Reingauen!